Mr. Zarotti, den Dämonios, den Bastardius, Kai Gedanius, Cheat Day verboten. Das ist nach dem Wettkampf passiert. Ich hoffe, hier handelt es sich mal wieder nicht um ein reines Placement-Video, sondern um ein bisschen Content. So, let's go, Friends. In einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin in der Offseason frisch raus aus der Wettkampfhalle. Ihr habt es gesehen, das letzte YouTube-Video. Ich bin dritter Platz geworden bei den Amateuren, bei der Weltmeisterschaft der Amateure in Super Heavyweight. Bin richtig stolz auf meine Leistung. 9,5 Monate Wettkampfvorbereitung, Kaloriendefizit gehen zu Ende und jetzt starten. Nudelsheim, genau dasselbe habe ich gerade auch gegoogelt und laut vorgelesen, bevor du den Stream betreten hast. Mir eine neue Ära, Prallus Gedanus 3.0, Schulter, Brust, Arme werden aufs nächste Level katapultiert. Ich werde in zwei oder drei Jahren ein richtig krankes Paket. Yo Bro, schreib mir mal bitte kurz auf, am besten schreiben, wo ich Entbannungsanträge vorlesen kann im Livestream. Danke dir. Hier auf die Bühne stellen, das unschlagbar sein wird, und da beginnt die Reise direkt hier bei der ersten Mahlzeit in der Offseason. Heißt, heute gibt es ein Video bzw. ein Full Day of Eating, Half Day of Eating. Ich habe noch ein paar Kalorien offen, ich blende sie euch hier unten ein, 2600 Kalorien, denn Lukas hat mir Kalorien vorgegeben. Und apropos Lukas, komm mal ran, Kollege. Wie 2600? Achso, 4500 sehe ich hier gerade, okay. Was hast du da geplant? Ich wollte heute richtig cheaten, komplett 10.000 Kalorien voll machen, mich aus dem Leben schießen. Cheat Day verboten, was ist das für ein Coach, Junge? Lass den Arm doch mal fressen, Alter. Aber warum hast du mir heute Kalorien vorgegeben und keine Eskalation geplant? So. Das Ding ist, wir wollen eben wie ein Pro agieren, also wirklich professionell. Kai hat ja schon eine Pro-Card, wir wollen aber noch eine andere Pro-Card, die Pro-Card. Ja. Die wird sich noch geholt, egal wie viele Anläufe. Okay, als Naturalathlet gibt es wohl mehrere Pro-Cuts, die man sich da parallel holen kann, okay? Mit jeder Aktion, mit jedem Tag, und heute ist auch ein Tag, an dem wir eben das kontrollieren, was uns näher daran bringt, kommen wir näher ran. Und dementsprechend, ja, keine Eskalation, wo die Form komplett... Oh komm, ein Tag nur. ...zerschossen wird. Es geht nicht darum, die Form jetzt irgendwie zu konservieren. Kredibil. 187, danke dir fürs Abo, mein Bester. Und eins muss ich sagen, ich mache natürlich nur Spaß. Das ist fatal, das ist ein Riesenfehler, wenn man nach so einer langen Diät sich wirklich freie Laufbahn gibt und alles sich reinpfeift, worauf man Bock hat. Das fickt euch komplett, ihr zieht extrem. D3R, Krake, danke dir fürs Prime-Abo. Man zieht extrem viel Wasser. Es ist unfassbar ungesund, auch fürs Herz, wenn man da über mehrere Tage jetzt komplett sich einen reincheatet, weil man halt unfassbar schnell an Gewicht zunimmt. Ja, mein Coach, Junge, was habe ich für Sprachfehler? Mein Rekord waren damals 20 Kilo in 10 Tagen. Das war tatsächlich Katastrophe, Alter. Ja, ich hatte Wassereinlagerung des Grauens, mir ging es nicht schlecht, mir ging es richtig schlecht, hatte Bluthochdruck und. Also dieses Vollfressen am Wettkampf ist scheiße, über mehrere Tage. Ob jetzt ein Tag, okay, selbst wenn der einen Tag lang sich komplett vollballern würde, kann es schon sein, dass er am nächsten Tag 6-7 Kilo mehr wiegen würde. Ja, Sprache, Bubble, ey, ich wüsste heute, Junge, heute safe. Fakt ist, dass wir ihn wirklich direkt in... Neil Curry, gar keine Chance, mein Lieber. Bei Mr. Olympia 0. Weisheiten, danke dir. Grüß dich, mein Bester. Den Aufbau schieben wollen, aber wir wollen natürlich eben in einer sinnvollen Zunahmerate vorgehen. Und wenn wir jetzt innerhalb von einem Abend nach dem Wettkampf direkt so ein Binge einleitet, dann kann das durchaus mal sein, dass man dann eben 2 Kilo an einem... Und man fickt komplett seine Verdauung mit so einem scheiß Cheat Day. ...am Abend zunimmt und nicht an Muskulatur, aber wir wollen es eben an Muskulatur zunehmen. Genau, wir wollen so produktiv wie möglich und auch so schnell wie möglich in den Aufbau rein und natürlich wieder gesund werden. Ihr wisst, mein Testosteronwert ist... Der geht mir so auf den Sack mit seiner Farbe im Gesicht. Scheiße, Alter. Das nervt mich richtig. Das sieht so komisch aus. Eine Katastrophe. Die nächsten Blutbilder kommen auf jeden Fall noch. Es geht auf jeden Fall, Ziel ist, gesund zu werden. Scope X, danke dir, mein Lieber. Wie komme ich denn in die Mod-Ansicht? Wie in den Schwert? Wie komme ich denn ins Schwert rein, mein Lieber? So produktiv und so schnell wie möglich wieder in den Push reinzugehen, damit die Muskulatur an die Brust und an die Schulter und halt eben an die Schwachstellen kommt. Kommen noch sehr, sehr viele YouTube-Videos. Dementsprechend geht es jetzt erstmal essen. Ich habe noch 2600 Kalorien offen für heute ungefähr.
Dementsprechend schauen wir uns mal die ganze Sache an. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Burger und Steak. Riacon 0, danke dir fürs Prime-Abo. Digga, ich habe heute aber auch Sprachfehler. Ja, das ist, weil ich so lange nicht mehr richtig reacted habe hier. Ich bin aus der Übung, Freunde. Gib mir ein paar Minuten Anlaufzeit, gleich bin ich fit, gleich bin ich warm. Steak, bevor wir zum Restaurant fahren, noch eine Sache. Und zwar, ein Follower hat mir einen Brief hingelegt. Ich habe keine Ahnung von wem. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Dementsprechend. Ja, ich war es auf jeden Fall nicht mit dem Brief. Machen wir den Brief vom Follower einfach mal auf. Uiuiui. Oh, was ist denn hier? Eine Marke geht an Pro. Wahnsinn. Natural Bodybuilder, INBA und WMBF Worlds. Eine Gedan-Marke. Hardcore Insulina, danke dir für 100 Bits, mein Lieber. Und damit haben wir den Hype-Train gestartet, Freunde. Danke euch für den Support. Richtig, richtig nice, Leute. Hat mir immer eine Marke gemacht. Oh, sehr, sehr langer Text, Leute. Boah, ich habe gar keinen Bock mehr, das durchzulesen. Extrem langer Text. Oh mein Gott. Oh, drei Blätter, hau mal ab. Unglaublich lieb. Vielleicht haben wir hier ein Bild drauf. Aha. Das ist der Bro, der schon Bilder gemacht haben. Er hat eine richtig krasse Story, ich werde mir... Okay, ich habe nichts gesagt, Freunde, ich habe natürlich nur Spaß gemacht. Den Typen muss man hier an der Stelle Respekt zollen. Ja, den haben wir auch schon gesehen, war der nicht bei seinem... Ich dachte, der wäre bei seinem Wettkampf da und hat ein Bild mit ihm geschossen, aber es war jemand anders. Das ist natürlich krass. Ich habe gerade nur Spaß gemacht, Spaß beiseite. Ich freue mich auch über so fette Nachrichten, die ich oftmals bekomme, wo Leute einfach sagen, ey, ich habe durch dich mit Sport angefangen oder habe durch dich 20 Kilo abgenommen oder habe durch dich mit meiner Freundin Schluss gemacht, weil ich endlich den Sinn des Lebens verstanden habe. Nein, Spaß. Aber hier, da geht Respekt raus, Mann. Auf jeden Fall seinen Brief durchlesen. Schaut auf jeden Fall mal hier bei ihm vorbei. William voll ins Fettnäpfchen getreten. Nein, warum? Er fliegt um die ganze Welt, hat mich schon bei der Natural Olympia besucht und natürlich auch jetzt hier bei der WMBF Worlds. Richtig kranker Typ und er stand auch schon auf der Stage. Also Leute, vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Pumper93, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Sowas, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das bedeutet mir wirklich ganz, ganz tiefes Danke vom Herz. Es ist richtig, richtig nice, dass ihr mich unterstützt bei meinen Projekten, bei meinen Zielen und immer mit dem Code Kai einkauft und mich dadurch halt eben das ganze Feedback zurückgebt. Danke, 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 Leute. Ich werde euch natürlich auch sehr, sehr viel zurückgeben in Form von nice Content, Informationen, wie ihr euch weiterbilden könnt, wie ihr mehr Gains aus dem Gym holt. Sehr, sehr viele YouTube-Videos werden kommen, die Reels und so, das ist natürlich alles am Start. Das kostet sehr, sehr viel Zeit, ist ein Fulltime-Job, mehr wie ein Fulltime-Job. Leonie kann davon ein Lied singen. Wir sehen den ganzen Tag nur am Hustlen. Dementsprechend riesengroßen Dank, was ihr mir da zurückgebt. Aber genug geredet. Jetzt geht's erstmal essen, denn ich habe Hunger und ich muss ein paar Gains drauf schieben. Rein da, Kai. Du fällst ja fast vom Stuhl, Mensch. Also, let's go. Erste Anlaufstelle: Outback Steakhouse. Ich habe Bock auf Steak, ich habe Bock auf Burger und noch auf andere Sachen. Dementsprechend gehen wir jetzt mal rein und hoffen, dass wir einen Tisch kriegen. Und hoffentlich kriegen wir einen Tisch. Ich habe Hunger. Let's go. Nein, ich hab Hunger. Was sagt er? Hoffen, dass wir einen Tisch kriegen. Was hat er gesagt? Und hoffentlich kriegen wir einen Tisch. Ich hab Hunger. Let's go. Hoffentlich kriegen wir einen Tisch. Ich hab Hunger. Erstmal haben wir einen Tisch. Hoffentlich kriegen wir einen Tisch. Ich hab Hunger. Weisheiten, fick mich bitte nicht. Ich bekomme 25 Minuten gewartet. Bestellung ist raus. Ich habe meine Bestellung rausgehauen. Der hat gesagt, okay, that's it. Thank you guys. Der wollte weglaufen. Er hat gesagt, halt, das war meine Bestellung. Er hat gar nicht gedacht. Er hat gar nicht gerafft. Und dann, oh Gott, okay. Dann haben wir alle durchbestellt. Da gibt es bestimmt lecker Food, Alter. Lecker Essen. Ich bin jetzt immer gespannt, was wir kriegen. Ich weiß gar nicht, wie das auf den Tisch passen soll. Grob durchkalkuliert. Ja, Werte stehen hier auch übrigens auf der Speisekarte drauf. Richtig geil. Grob durchkalkuliert sind es 2600 Kalorien. Und damit ist der Tag heute full. Und kleiner Tipp, wenn ihr auswärts esst. Daniels verlorener Übergang, abonniert mit Prime. Ich danke dir, mein Lieber. Wenn ihr seid, also bei Ketten, sag ich mal, oder bekannteren Restaurants, dann könnt ihr auch bei MyFitnessPal das Restaurant eingeben. Und dann haben wir hier zum Beispiel Outback. Kannst du da aufs Menü gehen und kannst... Also das ist ja mal wirklich krass. Das ist ja mal wirklich irre, Alter. Also jetzt für die Leute, die ernsthaft am Tracken sind, kann man das Restaurant eingeben und dann die ganze Speisekarte ist dort verlinkt mit Kalorien und Nährwerten. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Sämtliche Gerichte, die es hier gibt. An die Tracker da draußen ein Traum, ne?
eintracken. Also literally direkt einfach mit sämtlichen. Also literally direkt, oder Zungenbrecher. Redet doch einfach Deutsch, Alter. Redet doch einfach Deutsch. Makros, das ist natürlich ultra geil für jeden. Ich wollte gerade sagen, wir sind in Deutschland, aber nein, wir sind in den USA. Oh Mann. Mr. Reich, buongiorno. Der trackt und halt auch on track bleiben möchte und das Ganze nicht einfach nur so klar. So, mein Lieber, und damit hast du dir selbst ein Eigentor geschossen. Und tschüss. Wir dürfen keine vergebenen Frauen smashen, haben wir doch schon 100-mal gesagt. Pari geschätzt. Dokumentieren möchte. Ja, yes, wie gesagt, wir warten hier auf unser Essen. Währenddessen haben wir noch einen kleinen Aperitif bekommen. Mal, Leonie, was machst du denn da wieder? Aber die lässt es auch wirklich drauf ankommen, ne? Brot? Yes, wie gesagt, was macht die da zur linken Seite im Bild? Wie gesagt, wir warten hier auf unser Essen. Währenddessen haben wir noch. Was? Warum? Einen kleinen Aperitif bekommen. Brot mit Butter sind ja. Trink da einfach nochmal was, lutscht da die Eiswürfel ab, Mensch. Die ersten Kalorien, die ich in der Offseason 3.0 essen werde. Oder esse. Salz ist natürlich, Salz wird jetzt nicht mehr getrackt, darf ich draufknallen. Pfeffer macht die ganze Sache natürlich auch noch viel besser. Kleiner Funfact: Bevor Kai angefangen hat, sein Salz zu tracken, hat er 26 Gramm Salz am Tag gegessen. Mhm. Oh, das schmeckt so geil. Heute ist ein geiler Tag. Jo, der kommt von der Bühne runter und was haut er sich da rein? Ein Stück Brot mit, was ist das? Frischkäse oder was? Salz, Pfeffer, Mann, Mann, Mann. Thank you. And then the steak with... That's mine. Okay. Right here. Okay. Thank you. Thank you very much. Das sieht gar nicht mal so lecker aus, Freunde. Haben wir jetzt ein Treffchen mitgebracht? Der Salat hat sich auf jeden Fall gelohnt. So Leute, Essen ist da. Hier ist mein Salat, der sieht auf jeden Fall richtig. Perfekt, ich danke dir, Scope X. Danke, die habe ich vorhin schon gelesen. Wir gucken das gleich nach dem Video. Richtig geil aus. Der hat sich wirklich gelohnt. Den werde ich zuerst essen. Dann richtig schönes Steak, Spargel, bisschen Brokkoli, die Süßkartoffel mit Zimt. Oh mein Gott, Leute. Wie heißt Süßkartoffel? Junge, das ist mehr als clean, das Ganze. Kirito XR 2005, ich danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Wir sind auch portugiesisch. Patata Dossi con Canela. Richtig. Yes, Alter, so sieht aus. Dann auf jeden Fall hier einen richtig nice Burger und ein paar Pommes am Start. Nö, aber da hat er sich schon gut dann gute Portion da zurecht bestellt, ne? Das sieht doch mal lecker aus hier. Da hätte ich jetzt auch absolut gar keinen Bock drauf. Ein Ketchup, sehr, sehr nice. Ich bin richtig hyped und hab Bock zu essen. Lukas, hier in der Offseason, richtig schönes Meal sich auch gegönnt. Steak, Reis, Kartoffel würde ich genauso machen. Ich hab Burger. Nee, aber Spaß beiseite. Besser sowas, als wie manche, die gehen nach dem Wettkampf, Digga. Du machst 50 Jahre Diät und landest danach bei McDonald's, Alter. Diese Penner, wirklich Penner, habe ich noch nie verstanden, ja. Die nach dem Wettkampf, statt sich was Geiles reinzupfeifen, gehen die Mc's, Alter. Was ist los mit euch? Was ist los, Digga? Wenn du einen McFlurry holst, okay. Aber geh doch nicht McDonald's, wenn du 50 Jahre Diät gemacht hast. Leonie, Burger Salat sieht auch gut aus. Und du? Ich hab Shrooms. Shrooms. Der Kameramann hat panierte Pilze. Was ist das denn? Sehr, sehr geil. So Leute, wir hauen jetzt erstmal rein und dann gibt es gleich Feedback. Time Feed, zuerst mal einfach das Steak zu fetzen. Weil ich habe gar kein Salz und Pfeffer drauf gemacht. Das wird leider. Was für ein Video, mein Lieber. Noch nachgeholt. Schauen wir uns das mal an. Wow, ist ja gut. Aber da fehlt auf jeden Fall noch Salz. Und Pfeffer. Boah, der hat einfach. Kaputt gesalzt. Madcon abonniert wieder mit 5 Abos an die Community. Ich danke dir, mein Bester. Vielen lieben Dank. Also die Süßkartoffel hier mit Zimt und keine Ahnung, was ist noch drin ist. Zimt und Honig, die riecht komplett gestört. Vielleicht hat Leonie ja auch einen veganen Burger, wer weiß. Hier hat gerade einer gefragt im Chat, ob Leonie nicht vegan sei. Aber natürlich, Leute, hier schmeckt sogar der Brokkoli hervorragend. Salzteppich und Zimtteppich auf einem Teller, unglaublich. Salztracking ist jetzt over. Aber jetzt wieder 30 Gramm am Tag. Kartoffel.
schwör's dir, Essen ist gleich komplett abgekühlt. Boah, das ist sogar noch Butter auch noch mit drin. Boah. Digga, normal, ich war auch mal bei McDonald's, ist doch klar. Aber ich war noch nie bei McDonald's direkt nach dem Wettkampf. Das ist für mich Schwachsinn. Ess mal was Vernünftiges. Also seht, ich bin im Himmel. Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich beim Burger angekommen bin. Boah. Boah. Hast du gesehen, dass auf dem Salat Bacon und Fried Chicken drauf ist? Krass. Und Käse. Alles weggeholzt. Boah, ist das so panierte Chicken, das sieht aber lecker aus. Mit Croutons und so, das ist doch mal ein leckerer Salat. Mit Käse, lecker. Weißt du, wie viele Kalorien das sind? Das heißt so 800, 900, oder? Mhm. Denn ein Salat ist nicht immer ein Low-Calorie-Meal. Also mir fehlt auf jeden Fall was Salz. Was meint ihr, was da für Gespräche bei zustande kommen, wenn die beiden nur am Tisch sitzen ohne Kamera? Da wird einfach nur über Kalorien gequatscht. Ich weiß nicht, was ich da drauf habe. Onions, Zwiebelringe, frittierte, oder? Boah, frittierte Zwiebelringe. Da wird jetzt auf jeden Fall reingeschallert. Oh ja. Yeah. So Leute, Salat habe ich schon ein bisschen angegessen, aber ich werde... Da wird getrackt und nicht gequatscht, ja. Glaube ich auch. ...hier abbrechen, weil... I don't know, ich feiere den Salat nicht so hart und da investiere ich die Kalorien zu Hause lieber in bessere Sachen. Da habe ich nämlich Halo Top. Junge, lass das Essen nicht stehen, Alter. Fress den Salat auf, Junge. Hier wird nichts weggeschmissen. Gemüse und noch ein bisschen andere Sachen, die ich essen kann. Dementsprechend ist es hier... Oh, Big Dino, was geht ab, mein Lieber? Guck mal WhatsApp. Stopp, den lege ich ein, weil es lohnt sich nicht. Weiß nicht, das ist ein bisschen, die Eier sind nice, aber da ist so ein bisschen Käse drüber. So 0815 Speckwürfel. Junge, hau den Salat jetzt weg vom Teller, Mann. Und, ja, weiß nicht, alles irgendwie nicht so nice. Ja, dementsprechend breche ich jetzt hier ab und geht's. Abbruch, Feierabend, Ende. Pause, weiter auf jeden Fall. Da habe ich nämlich nicere Meals. Der Burger war nice. Madcon, mein Bester. Insgesamt 27 verschenkte Abos. Danke, mein Lieber. Steak war okay. Allen in allem würde ich den Laden so... Steakhouse-Cheat mit 2249 Kalorien. Ja, da hatte der schon ordentlich eine Ladung, ordentlich Fett mit 104 Gramm Fett. Nein, Kai ist nicht vegan. Der ist bei Rocker, aber er ist nicht vegan. Eine 7 geben. Das war jetzt nicht so ultra krank, wie ich es mir gehofft habe, aber... Das wäre der erste Tag Off-Season. So kann man schon mal anfangen mit dem Essen. Boah, auf jeden Fall Potenzial nach oben offen. Und die Tomate gönne ich mir noch. Und dann sind wir uns zu Hause. Das heißt, ich hoffe mir ein geiles Meal. Ja, Mann, das frage ich mich auch. Wie hat er denn jetzt den halben Salat getrackt? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. So Leute, zu Hause angekommen, Planänderung. Es wird nicht mehr gekocht, sondern ich habe mir was. Mach mir was ich mir schon sehr lange vorgenommen habe. Richtig, richtig fetten Quarki. So habe ich da 30. Der macht sich einen fetten Quarki. Kram. Was ist ein Quarki? Vanillekipferl, No Way reingeballert. Dann auf jeden Fall ein Scoop Smacktastic, denn Süßstoffe habe ich auch schon lange nicht mehr drin gehabt. Apropos Süßstoffe, ich bin jetzt gleich noch ein Gatorade Zero am Start. Da mixe ich mir einen richtig heftigen Quarki draus. Noch ein paar Blueberries rein. Dann noch ein bisschen Powdered Peanut Butter oben drauf. Und dann hier noch so einen anderen Quarki, den gönne ich mir auf jeden Fall. Quarki. Don Bresco 666, danke dir fürs Prime-Abo, mein Bester. Richtig, richtig. Ich werde sogar in meinen Kalorien drin bleiben, denke ich mal, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Ich habe noch 80 Gramm. Der frisst sich nicht voll, weil er darf sich nicht voll fressen. Der Coach hat ihm eine gewisse Kalorienanzahl gegeben. Nach dem Wettkampf. Deswegen haut er sich nicht komplett voll, sondern... Der isst sich einen leckeren Quarki. So wie man es machen sollte. Einen leckeren Quarki, Freunde. Proteins only offen. Ich weiß gar nicht, wie ich das decken soll. Vielleicht trinke ich noch einen Shake oder haben wir noch irgendwas Proteinreiches rein. Ja, yes, Leute, das war der Tag, beziehungsweise das waren die ersten Stunden im Aufbau nach dem Wettkampf. Keine Cheat-Eskalation. Ich habe sogar mehr oder weniger abgebrochen, weil das Restaurant jetzt nicht so unglaublich nice war. Bin auf jeden Fall gespannt, was das Gewicht morgen macht. Eine wichtige Sache möchte ich euch auf jeden Fall noch geben, und zwar der Adventskalender. Black Friday. Scheiße. Vielleicht kommt noch der Adventskalender-Deal. Warte mal. Startet oder ist am 25.11. Startet bei Rocker aber schon einen Tag früher, und zwar am 24.11.
wenn ihr euch unten an dem Newsletter anmeldet. Morgen, Freunde, ist der. In 3 Stunden könnt ihr euch anmelden. Dann könnt ihr schon einen Tag früher shoppen, denn am 24., also am Donnerstag, wird der komplette Shop geschlossen. Da kommt niemand rein. Ey, wir kommen nicht in den Shop rein. Außer ihr habt euch am Newsletter angemeldet, denn dann bekommt ihr Passwort zugeschickt. Ihr könnt schon einen Tag vor allen anderen Leuten shoppen und bis zu 50% Rabatt euch. Trenbolo und danke dir fürs Prime-Abo. Ich sichern, das ist die fetteste Aktion des Jahres. Hier also ordentlich zuschlagen und gönnt euch natürlich mit dem Code Kai, denn dann habt ihr die maximalen Gains und den besten Deal im Warenkorb. Dementsprechend schlagt zu. Ich mache jetzt hier mein Quarki fertig, wenn das YouTube-Video. Ich mache jetzt hier mein Quarki fertig, Junge, so geil. Leute, ich bin in der Passwort Quarki. Diesen Prallus Gedanus 3.0 wird richtig, richtig heftig. Ihr könnt hyped sein. Prallus Gedanus 3.0. Big Dino habe ich gesehen. Ich danke dir, Bro. Ich bin hyped. Lasst mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Euer Praller Kai. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Ciao. Prallus Gedanius, Alter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.